So, einen wunderschönen, liebe Zockergemeinschaft. Wir spielen hier gerade Ork Must Die Unchained. Folge dem Pfad auf dem Boden und ich zeige dir, wo du Fallen platzierst. In der Beta. So, wir sind hier gerade im Tutorial. Mal gucken, was das Spiel so hat. So kann. So, mal schauen. Auf jeden Fall, die Grafik finde ich gar nicht mal so schlecht. Hat was. So eine leichte... Folge dem Pfad auf dem Boden und ich zeige dir, wo du Fallen platzierst. So eine leichte Comic-Grafik. Okay, Q, E, mit E kann ich. Okay, und Q ist... Rutschild. Oder sowas, okay. Weiter, du bist fast da. Also wenn ich hier hingehe, geht nicht. Okay. Folge dem Pfad, keine Sorge, du kannst einfach durch diese Barriere laufen. Die blockiert nur Schergen, nicht dich. Siehst du, hab doch gesagt, das klappt. Geh jetzt bis zum Ende des Pfads. Gut. Hier sind ein paar Münzen. Los geht's. Platziere zunächst eine Falle auf der leuchtenden Fläche am Boden. Ich zeige dir, wie das geht. Benutze die angezeigten Tasten, um die blinkende Falle in deiner Ausrüstungsleiste auszuwählen. Sie befindet sich am unteren Bildschirmrand. Stelle die Falle jetzt auf die leuchtende Fläche und drücke die angezeigte Taste, um sie zu platzieren. Tu sie doch nicht dahin. Stelle die Falle auf die leuchtende Fläche. Moment, dieser Platz ist schrecklich, mein Fehler. Schau die Falle an und drücke die angezeigte Taste, um sie zu verkaufen. Gute Arbeit. Stelle jetzt dort drüben auf dem Boden eine Falle auf. Ah, da hinten. Super. Mach weiter und stelle hier eine Wandfalle auf. Psst, Wandfalle. Jetzt wirf eine Deckenfalle darauf. Auch noch. Ah, das dauert ja ewig. Ich helfe dir kurz. Hier ein paar Barrikaden. Oh. Und ein paar von diesen bösen Jungs und was auch immer. Gut! Man ein Wohnzimmer des Todes einrichten. Mit Möbel. Wähle deine Waffe in der Ausrüstungsleiste aus und ich gebe dir den letzten Schlag. Das Einzige, was übrig ist, ist das Platzieren eines Wächters. Also zurück zur Barriere. Folge einfach dem Pfad und ich zeige dir, wo du ihn platzieren kannst. Was für ein cringy Shit. Okay. Schau den Punkt auf dem Boden an und drücke die angezeigte Taste, um einen Wächter auszuwählen. Klicke auf die Karte, um den Wächter zu platzieren. Da haben wir nur einen. Klasse, diese großen Kerle erledigen tonnenweise Orks. Wenn du bereit bist, drücke die angezeigte Taste, um gegen die erste Schergenwelle zu kämpfen. Z. Ich denke mal Y, oder? Nein, wirklich Z? Mann. Bin ich mal gespannt. Bevor ich's vergesse, benutze deine Fähigkeiten, um die Schergen zu erledigen. Die kleinen blinkenden Buttons zeigen dir an, welche Tasten du drücken musst. Q und E. Mhm. Bin ich mal gespannt, Sie was... Sie sind am ersten Tor angekommen. Mach dich bereit und denk an die goldene Regel. Töte alles. Töte alles. Pass auf, da ist ein Bär mit einem Hammer. Au. Autsch, das sieht so aus, als hätte es wehgetan. Au. Gut gemacht, du bist ziemlich gut. Ach, du Kacke, schaut ein Knochen aus deiner Brust. Geh zum Wächter, er kann dich heilen. Ich würde mich beeilen. Wunderbare Heilung. Der ganze Schmerz war es wert. Schau dir an, wie viele Münzen du durch das Erledigen der Schergen verdient hast. Benutzen wir sie, um mehr Fallen zu bauen. Noch mehr. Hier ist doch schon alles voll. Hier hast du noch ein paar Barrikaden. Nutze dein Vermögen, um mörderische Fallenkombinationen aufzustellen. Auf Fallenwerfer von 2000, okay. Das ist eine Barrikade. Das macht... muss von oben gemacht werden. Was ist das eigentlich? Elektro.
Sieht gut aus. Eine Schubsfalle. Benutze die Münzen, die du durch das Erledigen der Schergen verdient hast, um die gesamte Killbox ordentlich einzurichten. Ach, das ist Riesending. Okay, dann mache ich das dahin. Das ist eine ordentliche Killbox. Wenn du bereit für die nächste Welle bist, drücke die angezeigte Taste. Bin noch nicht bereit. So. Was ist das? Keine Ahnung. Kann ich denn... Wenn du für Runde 2 bereit bist, drücke die angezeigte Taste. Keine Ahnung, was es ist, aber... Machen wir es mal. Set. Mist. Die gegnerischen Schergen kommen. Ich rate dir, auf ihre Gesichter zu zielen. Dadurch sterben sie zwar nicht schnell, aber es fühlt sich besser an. Die Dinger haben ja gar nichts genützt. Die oben ist ja sowas von sinnlos. Ach, egal, er ist tot. Alles ist gut. Ich lege mich auf. Wow, dein Schuss auf den Typen ging direkt in seinen. Das sag ich besser nicht. Du bist ein Naturtalent. Dein Unchained-Meter ist fast gefüllt. Bald kannst du es aktivieren, um unaufhaltsam zu werden. Komm hierher, dann zeige ich es dir. Um das Unchained-Meter zu füllen, brauchst du Kombos. Um diese zu bekommen, muss ein Scherge Schaden von unterschiedlichen Quellen erleiden, bevor er stirbt. Es ist Zeit für deinen letzten Test. Die Augen, wie die immer größer wurden. Alles ist weg. Ich leihe dir ein paar Münzen. Ein Darlehen, kein Geschenk, klar? Stell jetzt die schrecklichste Fallenkombination auf, die diese Orks jemals gesehen haben! Okay. Wie konnte ich... Die Dinger waren schon mal sinnlos, habe ich gesehen. Aber ich mache die trotzdem. Keine Ahnung, was es ist, aber die Orks kommen von hier. War ich das? Eine Barrikade werde ich denn hier hinpacken. Und da. Dann müssen die hier lang. Den Blitzding kann ich ja... Achte auf das Fallenlimit. Dein Team kann nicht unendlich viele Fallen auf einmal aufstellen. Ja, ja. Theoretisch. Hier ist für oben. Ne, ist für unten. Ups, habe ich mich vertan. So, so, so. Das ist Elektro. Und nur hier oben machen. Moment. Dann machen wir hier eine Barrikade. Dann müssen die hier lang. Dann kann ich hier und da und da. Oder? Ja. Aber hier ist sinnlos. Das kommt weg. Schubser fallen. So nicht. So. So. Was haben wir hier noch? Ja, das kommt auch noch hin.
Ja, hier ist kein Durchgang, du mich auch. Denn das. Hier noch Blitz. Kann ich oben auch Blitz? Nee. Das ist es. Wenn du bereit bist, drücke die angezeigte Taste, um deinen letzten Test anzutreten. Da. Theoretisch könnte ich auch das Schubser machen, oder? Kein Stress, aber diese Prüfung macht über 100% seiner Gesamtnote aus. Wenn du noch Bedenkzeit brauchst, ist das okay. Drück die angezeigte Taste einfach, wenn du für die nächste Schergenwelle bereit bist. Ja. Lass mich erstmal hier bauen. So. Dann kommt hier noch Blitz. Nee, das da. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist es. Wenn du bereit bist, drücke die angezeigte Taste, um deinen letzten Test anzutreten. Wie war es mit R? Kann man. Theoretisch kann ich dir. Kein Stress, aber diese Prüfung macht über 100% seiner Gesamtnote aus. Wenn du noch Bedenkzeit brauchst, ist das okay. Drück die angezeigte Taste einfach, wenn du für die nächste Schergenwelle bereit bist. Warum die denn da aufgehalten werden? Okay, fertig! Die letzte Welle. Denk an das, was du gelernt hast. Hol dir Kombos, fülle das Unchained-Meter, werde Unchained und verwandle dich in eine ultimative Killermaschine. Verstanden? Ja. Kommen die? Da sind sie. Da kommen die Schergen. Denk an dein Unchained-Meter. Drück die angezeigte. Nichts kann dich jetzt aufhalten. Nicht einmal zwei Bären mit Schilden. So viel Zerstörung. Was für eine Hektik! Kümmere dich um die Nachzügler, um dein Training abzuschließen. Das ging ja. Du hast das Überlebenstraining abgeschlossen, aber es gibt noch viel mehr zu lernen. Schergen können von mehr als einem Ort auf der Map erscheinen. Das bedeutet, dass auch andere Lanes verteidigt werden. Ja, bloß du hast dich jetzt aufgehangen. Es gibt auch gegnerische Helden und Bosse. And, well, I think you get the picture. Cue victory music. Okay. Um mehr über den Spielmodus Überleben zu erfahren, besuche deine lokale Bibliothek. Internet. Cool, okay. Und jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm. Ihr zumindest. Weil ich jetzt in einem anderen Fenster bin. Machen wir erstmal hier einen kleinen Cut. So, da habe ich meinen Charakter ausgewählt. Ich komme zurück aus den Schatten. Und was für ein Zufall, ich habe mir eine Mieze genommen. Interessant. F zum Entzaubern, okay. Und E ist Stealth. Stealth. Okay. Sonst ist alles gleich. Okay. Z. Wir müssen erstmal. Au. Vorne.
Wie war das? Wächter platzieren. F. Kein Wächter verfügbar. Okay. Dann müssen wir die versuchen, hier vorne aufzuhalten. Wird kein Problem sein. Ich habe 5000 Münzen. Damit kann ich was machen, auf jeden Fall. Das hier vorne war schon mal nicht schlecht. Können Sie nur kommen? Dann kann ich hier wieder die Barrikade machen. Dann kommen Sie hier durch. Nee, geht nicht. Oh, weil es teuer ist. Mist. Verdammt, dann muss ich das wohl anders machen. Barrikaden kosten 1000. Mist. Verdammt da. Wie mache ich das denn jetzt? Das wird sie aufhalten. Dann mache ich das erstmal so. Killbox. Eigentlich eine große Kiste. Sollen sie nur kommen? Lockt sie genau hierher. Noch 1000 habe ich. Der Stolz eines Jägers. Das noch. Null. Okay, bin bereit. Z. Ich kann es öffnen oder zulassen. Öffne das mal. Dann kann ich hier ein bisschen. Meld dich der Gewerkschaft. Das ist kein. Gar nicht mal so schlecht. Das läuft ja gut. Nicht breit. Ist. Aber das war gar keine so schlechte Idee, die ich gerade gemacht habe. Die da vorne schon mal aufhalten. Kann ich hier noch eine Falle legen? Moment. Dachfalle? Geht hier auch eine? Nein. Aber wie kann ich denn jetzt weitermachen? Sollen Sie nur kommen? Gut, mehr habe ich eh nicht. Auf das hier. Da kann ich ja eh nichts machen. Okay, gut. Set. Du siehst mich? Du siehst mich nicht? Ich kann nicht. Alle safe? Ja. Das läuft. Das läuft sowas von. So. Die Dinger. Kann ich da auch was tausend? Nee, zu teuer. Kann ich das verkaufen? Sehr kann nützlich. Ich das noch fast wie Kreise. Weitern. Ja. Nein. Doch.
Ich könnte Pillbox. Eigentlich eine große Kiste. Kann ich hier noch eine machen und... Ich denke mal, die Barrikade würde ich denn hier auch machen. Nee, hier. Dann passt es. Beim nächsten Mal. Aha, läuft. So, da noch eins hin. Dann geht's los. Das Ding können wir ruhig offen lassen. Hier kein Problem. Die Falle schnappt gleich zu. Warum sind die Stimmen so gemein? Passt. Ich habe ein Upgrade. Was? Bewegungsgeschwindigkeit, Lebenspunkte pro Sekunde, Schaden an Toren und Wächter. Ich nehme G. Und ich merke, dass der Sound immer noch ziemlich laut ist. Stimmen könnten wir das machen? Soundeffekte sind es, glaube ich, was so laut ist. Können wir auf 30 machen? Musik ist in Ordnung, Umgebung auch. Handlautstärke. Guck mir mal. Na. Das noch ein bisschen. Das. Gut. Achso, ja. Go, go. Funktioniert die Welle eigentlich? Kannst du mich noch sehen? Zeigst du jemanden das? Oh, oh, das wird jetzt... Nö, 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 nö! Au! Da hilft keine Rüstung. Die Katze freut sich. Nice. Das war ja eigentlich gar nicht... Oh, laut. Ging ja eigentlich, würde ich sagen. Und jetzt bin ich wieder im Start-Ding drinne. Dann machen wir hier mal wieder schnell einen Cut.